Hallihallo und herzlich willkommen beim kleinen Let's Show Gameplay zu Silverfall. Ja, ich spiele hier gerade ein Goblin, das ist eine der vier Klassen. Dann gibt es noch Trolle, Elfen und Menschen. Und ich spezialisiere ihn auf Beschwörungen, weil ich denke, ich würde am Anfang einfach mal das Spiel anschauen. Hab hier auf Schattenschrei. Ding, das hat jetzt drei Geschosse. So eine, ja, Schattenkugel, die geschleudert wird. Also drei Kugeln jetzt. Und dann habe ich hier noch Zombie 1. Das habe ich jetzt ab Level 5 genommen. Also hier seht ihr das Level. Hier unten. Stufe 5 habe ich jetzt eins reintun können. Und hier noch ein bisschen Augenzwinkern für die Chance auf magische Gegenstände. Also ihr seht, es ist sehr ähnlich zu einem der bekannteren Action-Rollenspiele und ja, es bietet noch viele andere Innovationen, wie zum Beispiel kann man wählen, ob man die technische Seite nimmt, wie hier, oder die natürliche Seite nimmt, und das verändert auch das ganze Gebiet, das verändert Städte, das verändert Landschaften und alles mögliche. Also die Naturseite, die ich nehme jetzt für die Beschwörungen, hier nehme ich nämlich die Naturbestie, ist sozusagen dann alles grün und schön und alles mögliche, und die Technikseite ist dann alles voller Fabriken und so weiter. Und hier kann man den Mechanosklave nehmen. Okay, dann gibt es noch, ja, verschiedene neue Item-Slots in diesem Game. Gibt es zum Beispiel den Rucksack noch dazu. Dann hier links oben müsste auch noch irgendwas kommen. Rechts oben ist das Amulett, das gibt es auch in anderen. Und man kann eine Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe gleichzeitig tragen. Das ist auch noch relativ innovativ. So, dann gibt es natürlich für die Technikklasse gibt es so Dampfwaffen und Maschinengewehr und so. Und für die Natursachen gibt es zum Beispiel ja, bessere Bögen, schnellere Bögen. Ich habe gerade keinen im Kopf. Aber manche Sachen, die kann man nur als Technik nutzen. Zum Beispiel hier das Schild oder nur als Naturbursche. Kann man zum Beispiel bei der Naturseite kann man sich auch in eine Kreatur verwandeln. Beim Elfen ist es ein Werwolf, das habe ich schon gesehen. Also Lykantrophie ist eigentlich nur Werwolf. Ich weiß nicht, ob der Goblin sich dann irgendwo in eine andere Kreatur verwandelt oder ob er sich auch in einen Werwolf verwandelt. Das weiß ich nicht. Das werde ich dann mal schauen. Aber ich kann gerade, weil es hier recht großen Bug gibt, nicht an die Truhe, aber jetzt geht's. Also die Steuerung ist ein bisschen kompliziert. Also viele Sachen kann man hier nicht, da muss man umlaufen. Wasser auch zum Beispiel, also nicht das, aber tiefes Wasser. Und ja, die Steuerung ist nicht sehr schön gut. Ja, da bin ich noch ein bisschen schwach, oder die Geschosse sind noch ein bisschen schwach. Aber es wird sich hoffentlich dann bald ändern. So, aber die Beschwörung ist schon richtig stark, also zäh. Das kann ich euch sagen. Zeigen kurz. Aber leider ist sie nicht so der Tank. Also die Goals gehen nicht auf ihn, sondern auf mir. Auf mich. Muss ich dann noch schauen. Aber der geht jetzt auf den Zombie. Zombie gegen Zombie. Und keine Items. Schade. Hier oben hat es auch noch ein paar Gegner. Ja, die sind zu zäh. So. Komm schon. Gut. Ja, es ist nicht leicht, das Spiel.
Also jetzt vor allem am Anfang ist es nicht leicht, später sind wir dann overpowered. Oder auch nicht, je nachdem. Aber ich habe schon beim Werwolf gesehen, der geht extrem ab. So, schauen wir mal, was wir sonst gefunden haben. Einen Helm gegen Eis und mehr Eisschäden brauchen wir nicht. Lieber hier die Handschuhe. Und sonst einen besseren Bogen. Den nehmen wir natürlich. So. Ja, sonst haben wir nichts Gescheites gefunden. Okay, ja, das Spiel macht relativ viel Spaß. Ist natürlich nicht, es kommt nicht an Diablo 3 oder so ran, aber es ist schon sehr gut. Also ich habe meinen Spaß an diesem Game und es ist sehr, sehr günstig bei Steam erhältlich. Also zuschlagen, wenn ihr mal Bock habt, dies zu spielen. Und aber ich werde wahrscheinlich kein Let's Play davon machen, aber Gameplay-Videos einfach zeigen, wie die dunkle Seite, also die dunkle Seite, die Technikseite, es ist ja nicht dunkel, es ist einfach eine alternative Seite, so abgeht und ja, und den Goblin ein bisschen zeigen, wenn er mehr Sachen beschwören kann. Ich glaube, er kann immer nur ein Zombie oder Skelett beschwören. Zombie ruft einen untoten Diener an. Okay, also kann sogar aussaugen. Dann haben wir hier noch eine Seele. Der Schattenschrei Stufe 1 einsetzt. Okay. Ja, dann gibt es noch Meister der Nekromantie. Erhöht die Fähigkeiten der Leute, die ich beschwöre. Dann hier unten haben wir noch Absaugen. Fluchkraft. Energieleck. Fluch der Elemente. Und hier Dauer der Schutzrinde plus 2. Ahnenkraft plus 2 Sekunden. Naturbestie aber nicht. Das brauchen wir nicht. Vielleicht Schutzrinde benutzen. Keine Ahnung. Aber hier vor allem eigentlich nur Naturbestie. Ich weiß nicht, wie viel man am Schluss dann haben kann, aber ja. Muss ich alles noch schauen. Also da sehen wir uns später dann mal wieder, wenn ich ein bisschen weiter nach oben komme. Und hier haben wir einen sehr schnellen Bogen. Voraussetzung 4% bei Natur. Okay. Resistenz brauchen wir noch nicht. Ja. Was habe ich noch vergessen? Ja, man muss sich entscheiden, ob man Quests für die Natur macht und Quests für die Technik. Und je nachdem, welche Quests man macht, kommt man in dem Volk der Seite weiter und oder in der Seite weiter. So Volkssachen gibt es, glaube ich, nicht. Also habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe das Spiel auch erst seit paar... Also ich habe es schon seit paar Monate, aber spiele es erst seit ein paar Tagen, ja, einem Tag ungefähr. 1, 2. Nein, ich will A5. So, beschütze mich bitte. Level up, sehr schön. So. Dann zeige ich euch noch kurz, wie man stattet. Ja, einfach 4 Attribute, Punkte und Attributarten. Ich gehe auf Intelligenz natürlich und noch ein bisschen auf Vitalität. So. Und hier. Eins hier natürlich.
Die anderen brauche ich nicht. Hier natürlich eins. Und hier eins. Ja. Der Rest kann ich noch nicht skillen. Schauen wir hier noch kurz. Beweglichkeit. Schutz 5. Sehr schön. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.